Topfgucker TV empfiehlt. Liebe Baumkuchenfreunde, herzlich willkommen in der ersten Salzwedler Baumkuchenfabrik in der ältesten Baumkuchenbäckerei in Salzwedel. Wir sind ein Familienunternehmen und backen nach einer Rezeptur aus dem Jahr 1807. Für unseren Baumkuchen ganz wichtig, frische Eier. Und jedes Ei wird per Hand aufgeschlagen, damit wir das Eigelb vom Eiweiß gut trennen können. Dafür haben wir hier diese Schiene. Und jetzt sieht man, wie schön die Eigelbe und das Eiweiß sich trennt. Weil es ganz wichtig, das Eiweiß muss ganz rein sein. Jede Hausfrau weiß das, sonst würde sich das nicht zu Schnee aufschlagen lassen, dann wird es nicht steif. Ne? Und wir müssen frische Eier nehmen und nicht wie von der Industrie diese in Tetra-Pack oder so, das schmeckt alles nicht. Es muss ein richtiges Ei sein. Dann bekommt man auch ein gutes Eiweiß. Wie viele Eier machen Sie denn da? 1200, zu Weihnachten natürlich mehr. Ja, zu Weihnachten müssen wir ganz viel Baumkuchen backen, dann müssen wir auch ganz viele Eier aufschlagen. Jetzt musst du dir aufgeschlagenen Butter das Ei, zu jedem Kuchen gehören Eier. So, Maschine wieder an. Jetzt wird unser Mehl durchgesiebt, damit es wirklich ganz, ganz fein in der Grundmasse verarbeitet werden kann. Wir haben jetzt hier die Mehlmischung und darauf kommt unsere geheime Gewürzmischung, die jetzt mit der Grundmasse verrührt wird. Und dann ist sie fertig. Da es 1807 noch kein Backpulver gab, das kannte man damals noch nicht, hat man solche feinen Gebäcke wie Salzwedler Baumkuchen mit aufgeschlagenen Eiweiß gelockert. Und das sehen wir jetzt hier. Was Sie zu Hause mit einem Mixer machen würden, dafür haben wir hier unsere Anschlagmaschinen. Zum Eiweiß geben wir jetzt ein bisschen Zucker dazu, für den guten Geschmack. So, und jetzt geben wir das frisch aufgeschlagene Eiweiß auf unsere Grundmasse. Einmal unterheben und ab zum Ofen. Um Baumkuchen backen zu können, brauchen wir eine Baumkuchenweizel. Unsere Baumkuchenweizen sind aus Buchenholz. Und 1807 hat man das schon genauso gemacht, wie wir das heute immer noch so machen. Die Baumkuchenweizel wird mit Papier und das Papier, damit es hält, mit einem Bindfaden umwickelt. Das sind 1, 2, 3, 4 Mini-Tafelkuchen. Das zeige ich Ihnen nachher nochmal. Und das ist ein Tafelkuchen. Man sieht, ein Kuchen noch ein Kuchen. Konisch, ja? Unten breit, verjüngt sich nach oben. Und das hier ist das Größte, was wir backen. Das ist ein Ministerkuchen, sagen wir dazu. Der ist unten breit, verjüngt sich nach vorne. Da wird die ganze Walze runtergeschoben. Als erstes werden auf der Baumkuchenwalze Baumkuchenringe gesetzt. Wenn der Bäcker die Baumkuchenwalze mit den Ringen eingeteilt hat und das Ganze das erste Mal abgebacken ist, dann kommt die nächste Schicht drauf. Bis 1960 hat mein Vater noch mit Holz gebacken. Er kennt das noch. Damals wurden Holzscheite hinter der Baumkuchenweize gestellt und dann musste mit Holz gebacken werden, mit Buchenholz. 10 Schichten werden jetzt übereinander abgebacken. Und das handwerkliche Können des Bäckers besteht nämlich darin, den Baumkuchen auf der Weize zu behalten. Denn man sieht ja hier, wir backen nicht in einer Form, sondern um die Form herum. Jetzt sieht man schon, wie es schön braun wird. Muss der Bäcker schön aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Und nun kommt die nächste Schicht drauf. Und man sieht, wie schön fluffig auch die Masse ist. Das kommt durch dieses aufgeschlagene Eiweiß. In einer Baumkuchenweize sind circa 30 Eier. Jetzt sieht man auch richtig schön die Zacken vom Salzwedler Baumkuchen. Das ist das Typische am Salzwedler Baumkuchen. Er darf wild wachsen, sagen wir dazu. Man kennt sonst die Baumkuchen immer nur schön glatt abgedrechselt, aber das Typische am Salzwedler ist dieses wild gewachsene, dieses Krugelige. Ja. So, unsere Baumkuchenrohlinge müssen jetzt auch überzogen werden. Und 1807, da kannte man noch keine Schokolade.
Man hat damals die Baumkuchen mit dieser Fondant-Glasur überzogen. Das hat sich Herr Schernikau einfallen lassen. Das machen wir heute noch genauso. Das ist also unsere Ursprungsglasur vom Salzwedler Baumkuchen. Nehmen wir jetzt eine Baumkuchenwalze und glasieren sie mit Fondant-Glasur. Nicht zu dick und nicht zu dünn. Handwerkliches Können. Man darf das rechts und links runterlaufen. Wunderbar. Und so kriegen wir einen weißen Kuchen. So, nun darf er ein bisschen abtropfen. Nun muss ab und zu gedreht werden. Und das ist die Ursprungsglasur. So haben wir das schon 1807 gemacht. Und das machen wir heute nicht anders. Hier sind wir in der Schokoladenabteilung. Das sind unsere Temperiergeräte. Die bringen unsere Schokolade auf Temperatur. Und jetzt müssen wir die Schokolade für den Baumkuchen vorbereiten. Damit wir auch die richtige Temperatur haben für unsere Baumkuchen, müssen wir die Schokolade tablieren, nennen wir das. Die kommt auf den Tisch und wird auf Temperatur gebracht, damit wir nachher einen schönen Glanz erhalten. Es geht um die Temperatur und die Qualität der Schokolade. Jetzt holen wir uns einen Baumkuchenrohling. So, und jetzt wird der Baumkuchen mit der vorbereiteten Schokolade glasiert. Die Walze muss immer schön gedreht werden, damit die Schokolade überall hinkommt. Noch ein bisschen abtropfen lassen und dann ist die erste Schokoladenwalze fertig. Mit Zartbitterschokolade. Es gibt aber auch, wir glasieren auch mit Vollmilchschokolade und weißer Schokolade. Jetzt ist die Baumkuchenwalze glasiert und trocken, also fertig. Jetzt kommt ein Zweiringer Vollmilch und dann ist es die Kunst, dort wieder anzukommen, wo man angefangen hat zu schneiden. Jetzt sieht man wunderbar bei dem aufgeschnittenen Baumkuchen seine Namensgebung, denn wir sehen jetzt hier wunderschön die abgebackenen Schichten. Ja, das ist keine Schokolade, wie manche Gäste meinen. Nein, das sind die abgebackenen Schichten und das sieht aus wie eine aufgeschnittene Baumscheibe mit seinen Jahresringen. Dann weiß man, das ist ein echter. Individuell kann man unseren Baumkuchen auch geschmückt bestellen. Also hier ist es zum Beispiel zu einer Konfirmation. Da hat ein Kunde einen Baumkuchen in Fondant bestellt mit dem Schmuck zur Konfirmation. Und dann wird das per Hand bei uns mit solchen Marzipanrosen und einem Büchlein und der Schrift dann geschmückt. Also ganz individuell kann man dann seine Wünsche äußern und so auch so einen geschmückten Baumkuchen sich schicken lassen. Das sind unsere zusammengepackten Bestellungen. Die Baumkuchen sollen übermorgen beim Kunden sein. Und hier wird zusammengepackt, was ins Paket soll. Und er muss gut ausgestopft werden, damit er dann auch heile beim Kunden ankommt. Ab ins Paket, schön ausstopfen. Unsere Baumkuchen werden der größte Teil hier in Deutschland verschickt, aber sie gehen auch in die ganze Welt, auch ins Ausland. Denn viele haben im Ausland ihre Kinder und nehmen unseren Baumkuchen als wunderschönes Geschenk aus der Heimat. Fertig. Nun kann er auf die Reise gehen. Sie haben sich jetzt einen Baumkuchen schicken lassen und jetzt ist er zu Hause in Ihrer Küche. Sie haben ihn ausgepackt und jetzt müssen wir als allererstes einmal das Papier und den Bindfaden entfernen. So, das schmeckt nämlich nicht. Und dann können wir den Baumkuchen aufschneiden. Dazu habe ich ein extra Baumkuchenmesser ohne Zacken, ein schönes, breites, handgemachtes Messer. Und wir schneiden den Baumkuchen nach überlieferter Schneidweise in Schollen ab. Also wir setzen das Messer an und schieben es in eins durch, nicht zurückgehen, sonst nimmt man eventuell die Glasur mit ab. Also in eins rutscht durch, schön mit Schwung. Man sieht schön die Maserung, man muss mit der Maserung schön mitgehen. So. Jawohl. So. Und kann es schön auf dem Teller fächerartig anrichten. Das sieht sehr gut aus und vor allen Dingen schmeckt es sehr gut. Und jetzt können wir noch ein paar Baumkuchenspitzen dazulegen. Perfekt. Tasse Kaffee oder Tee. Und dann guten Appetit.
Liebe Baumkuchenfreunde, recht schönen Dank für Ihr Interesse an unserem Baumkuchen. Nun haben wir gesehen, wie er hergestellt wird, vom Backen bis zum Versand, bis er verschickt wird. Und ich würde mich freuen, wenn Sie hier in unserer Baumkuchenbäckerei Hennig in Salzwedel uns besuchen kommen. Kommen Sie in unsere Backstube und schauen Sie sich alles an. Und wenn Sie einen Baumkuchen sich zuschicken lassen möchten, da Sie ja wissen, es gibt unseren Baumkuchen in keinem Laden zu kaufen, dann können Sie auf unsere Internetadresse www.baumkuchen-salzwedel.de sich einen aussuchen und bei uns bestellen. Und dann lassen Sie sich's gut schmecken. Haben Sie jetzt hierzu noch eine Frage? Doch, wie schmeckt er?